Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Karmesin und Purpur zusammen mit Jordan. Moin, moin. In der Wonderlock Soul Link Challenge. Er hat sich gemerkt. Ja. Und jetzt, um von deinen Sünden dich zu befreien, drücke Falltaste links. Gerade gesagt, um mich von meinen Sünden zu befreien. Ja. Ich habe die Winteruniform, glaube ich, an. Oh, die alte, die Frühlingsuniform ist ja zum Kotzen. Herbst ist auch nicht besser. Winteruniform ist beste. Ist das hier ein Eismann? Und dahin schmelzen. Ah, hier kann man sich... Teriyaki-Eis. Okay. Ja. Diese Eisdinger oder diese Sachen, die man sich zum Essen holen kann, sind irgendwie für diese Picknicks, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich habe da irgendwas mal gehört. Ich muss da nochmal... Wie lege ich die scheiß Brille wieder ab? Tu die Brille weg. X. Ah. Also. Hier sitzen einfach zwei Pelipper auf dem Baum. Auf dem Baum. Auf dem Haus. Die verarschen mich aber auch, ne? Was denn? Weil du die... Oh Gott, die haben Helm auch noch. Nee. Ich bleib beim Akademie-Hut, der passt. Weil man alles ändern kann, bis auf die Scheißhose. Ja. Das hast du nur Müllhosen bei dir? Ich kann gar keine Hose auswählen. Die Auswahl ist nicht mehr da. Ja, aber bei den Uniform-Dingern da. Ich habe meine hässliche rote hier. Nee, kann man hier eigentlich... Haben wir hier schon... Na, fuck. Hier kann man, glaube ich, in der Stadt kein Pokémon fangen. Ein Partolido. Weil wenn ich hier hochgehe, ist es wieder die südliche Zone 1. Na, okay. Ich hier die Stadt einmal anschauen. Ist hier irgendwas, oder? Keine Ahnung. Mal anschauen. Hier, guck dir die zwei Pelipper hier oben an. Pelipper. Oh, hier ist ein Item. Oh, let's go. Ah, hier ist dieses komische Tauros. Nur Item. Ich würde sagen, bevor wir hier alles überhaupt in dieser Open World erkunden, machen wir erstmal die Akademie. Dieses Tutorial immer noch, wo wir gerade drin sind, durch, weil dann bekommen wir unser Legi zum Reiten und das ist dann viel entspannter, okay, sich in der Open World umzuschauen. Ja. Oh, warte mal, hier kann man sich Geweiher in der Stadt holen. Aber man kommt nicht ins Wasser, scheiße. Und da hinten liegt eine Therm. Aber irgendwie können wir hier uns ein Geweiher holen. Tauschen. Erholung. Da muss ich mir kurz die Stadt mal aufschreiben, damit wir das uns merken können. Das ist Pratolido. Und hier ist schon wieder südliche Zone. Aber man kann man da einen Pokéball reinwerfen? Ja komm, greif sie an. Wir haben übrigens nochmal offline trainiert, wie ihr sehen könnt. Genau, ich habe alle meine auf Stufe 10. Greif die doch an, Alter. Ach, das versuchst du gerade, yo, wait. Nee, der will da nicht. Vivillon will nicht. Okay. Was ist das bei dir? Ja, ah. Mein Vieh kann... Wait, ich könnte es mit meinem Carpador testen, ne? Ja. Was, wenn ich reingehe? Na, wieder. Das ist irgendwie aus dem Wasser geschafft. Ja, weil dieses Wasser euer lebensbedrohlich ist. Du bist einfach untergegangen bei mir. Du chillst da deine Leiche chillt da. Komm, Carpador! Nein, komm nicht zu mir! Wir haben keinen Bock da drauf irgendwie. Müssen wir nach der Akademie, glaube ich, nochmal kommen, weil da gibt's die Autokämpfe. Ne, mit dem Autokämpfe ist das auch scheiße, weil der killt die dann. Okay, warte. So, ja. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht ist hier oben, ja, hier oben ist wieder die südliche Zone 1, dann auch ja. Zum Weg. Südliche Zone 1 haben wir schon und guck mal, wer ist denn hier? Saloni City voraus. Ist wieder ein Trainer hier? Ja, natürlich wieder schon da steht. Warte, ich muss mal gucken, wen ich nach vorne setze. Setz Wupper nach vorne. Immer das Schweinchen.
Wenn die, wenn die so Pokémons hat, die wo hier auf der Route sind, dann wird meine Giftzunge, glaube ich, ziemlich gut sein gegen die. Wer ist denn Wooper? Ist das dein Felino? Genau. Oh, wieder kam ein schöner Bug. Giftschnell. So heißt es. Ja, One Hit! One Hit! Ja. Kameradschaft. Okay. Ach, das war's schon? Die hatte bloß eins. Oh. Oh. Dann gehe ich nicht mit Widerhall rein, sondern mit Tackle. Oh, da liegt das kann ich auch mit Tackle drin bleiben. Hast du das Item geholt? In diesem See ist nichts, okay. Na komm, Schweinchen. Ich habe gesehen, also man kann die Pokémon zwar umbenennen, aber anscheinend nicht die, die du per Tausch erhalten hast. Also sehr scheiße. Krokodok könnte ich zum Beispiel wieder umbenennen. Oh, da ist noch eins. Mhm. Was, den Hut anbehalten? Den Hut so grässlich. Warte mal, stimmt, ich kann nicht mehr nachschauen. Achso, ne, da mache ich... Schon wieder so ein kleines Pisskind. Stimmt, ich hätte den Hut ja mal ganz runternehmen können, ne? Äther. Zieh mir mal meine nice Haare, Digga. Weil ich glaube, jetzt nicht los bin, ja. Hier kommt jetzt das, was mich in meiner normalen Nuzlocke schon so sehr zum Schwitzen gebracht hat. Deswegen habe ich dir auch gesagt, du sollst bis Level 10 trainieren. Da wäre noch ein Trainer. Ja, scheiß auf ihn. Wir haben doch nimm am besten jeden Trainer mit. Folge 2, glaube ich, war das deine Aussage, oder? Ja, jetzt sind die Level 5. Die bringen EP von 2%. Schon wieder die Legs hier. Nice. Ja, so Spaß am Kämpfen. Ja, hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Ich hab... Ja, top. Donnerwelle. Donutwelle. Ich glaube, mir fehlt einer. Sonst mach den kleinen Pisser da hinten. Achso, nee, habe ich alles. Okay. Wie viele Tränke haben wir eigentlich? Ich glaube, genug eigentlich haben wir ja gefunden. Warte mal, ich kann mal schauen. Oh, hier ist ein Pamo. Ich habe 16 Tränke, die werden ja reichen, oder? Wahrscheinlich dann nicht auch so ungefähr viele. Das ist ja noch ein super Trank. Guck ja, dir mal ihn, den kleinen Pisser hier an. Wie mini der einfach ist. Die kleine, da kannst du einmal drauf treten, der ist weg. Okay. Hier gibt es noch einen Trainer und wenn du jetzt, wenn wir jetzt hier zum Tor gehen, ich glaube, dann erwartet uns das, was ich schon meine. Ja. Okay. Mit welchem Pokémon leadest du gerade vorne? Mit Felino. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, wen ich vorne habe. Soll ich sie wieder vorlesen? Ja, bleiben wir dabei. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass mich das gleich mal überprüfen, mit einem Kampf natürlich. Geht klar? Geht klar, let's go! Ich glaube, warte mal, bin ich mit Vivian vorne? Weiß es gar nicht. Die wird höchstwahrscheinlich dieselben Typen haben. Ich bin echt zuversichtlich mit meinem Giftschweif. Vielleicht ein bisschen sie startet mit ihrem Starter, deswegen. Ne, bin mit dem Schwein vorne drin. Das ist jetzt suboptimal gerade. Weil Krokodok zwei Pokémon in den Rennen? Ja, ja. Oh fuck, was nehme ich das? Das meine ich ja, das meine ich ja. Das zweite wird dann... Das wird dann kritisch. Weil sie ist Level 8 mit dem Pokémon. Ich bleib mal drinne, wieder Hall. Bis! Okay. Ja, Schweinchen, da schreckst du mal wieder zurück. Also ich könnte auch dumm sein, dass ich jetzt mit dem Schwein liede.
Noch kann ich Wooper, glaube ich, drin lassen. Wie viel KP? Er ist noch voll, aber mein Giftschweif macht nicht so viel Damage gegen. Nein, weil das zweite Pokémon, das wirst du dann sehen, was ich meine. Das wird dann kritisch. Das, da kann wirklich was drauf gehen. Oh, es hat schon zweimal seinen Angriff gestärkt. Okay. Also ich könnte jetzt drauf gehen. Ich müsste eigentlich mit dem Schwein nochmal einmal auswechseln und es kurz voll heilen, wenn ich auf Krokodok gehe, weil könnte gegen das zweite Pokémon nur gegen mit Krokodok machen. Es ist Tor, es ist One-Hit! Felino ist weg. Felino war One-Hit! Perfekt. Tschüss, Wingull. What the what? Du musst es aus OBS dann entfernen. Also einfach das Auge da raus machen. Deswegen, ich sag dir immer mit Taktik rangehen. Was könnte er machen? So. Ich habe nicht erwartet, dass das Scheißding One-Hit ist. Okay, warte mal. Ich bleib mit dem Ding hier. Ich hätte viel Lori reinschicken sollen. Das... Weil du siehst ja jetzt gleich, was ich meine. Ich hab das ja schon mal gespielt. Da musst du dann richtig aufpassen. Bleib ich mit Filori drin? Ja, glaub schon, ja. Ja, wow, Wingo Level 11, das bringt mir ja sehr viel. Soll ich mit dem Schwein drin bleiben? Was hat die Pamo? Pamo, das Elektro-Ding. Und dann wirst du gleich mal sehen, was die Ass im Ärmel ist. Bleib drin. Ah, was war gegen Pamo? Ist Unlicht gegen... Wenn ich jetzt was einsetze? Warte, worauf meinst du? Ja, das ist ja ein Elektrovieh, oder nicht? Unlicht ist normal effektiv. Nicht sehr effektiv und auch nicht... nicht sehr effektiv. Und... Ja, das ist jetzt kritisch. Was wäre denn hier jetzt effektiv gegen Elektro gegenüber, Alter? Gegen Elektro ist effektiv... Boden. Nur Boden. Mein Bodenvieh ist tot. Ich habe eine Bodenattacke. Ich glaube aber nicht, dass sie so viel Schaden. Welche Attacke ist das? 55er Schaden. Ich gehe mit Lebensschuss vom Schwein. Und du siehst jetzt genau, was für ein Ass im Ärmel sie hat. Das ist sehr unfair, dieser Kampf. Wovon ich dir auch schon erzählt habe. Diese Art Mega-Entwicklung, Dynamax-Scheiße. What? Die Terra-Kristallisierung. Neu in dem Game hier. Ja. Donnerschock. Hoffentlich. Deswegen habe ich dir gesagt, auf Level 10 trainieren. Okay, das Schwein. Donnerschock kann mir nichts. Okay. Ja, easy. Okay, es ist ein Turt bei mir. Ja, Wechselwirken, kannst du das ja voll drauf. Wenn das jetzt kommt, setz... Wie, du bist schneller als ich. Pamo ist weg. Ich halte noch 2-3 Hits davon aus. Bei ja, dir, einfach ja. Einfach nochmal Biss und rein. Weil hätten wir nicht aufgelevelt, hätte ja, die, glaube ich, unser komplettes Team gerippt. Ja, seit das Ding jetzt gestorben ist, das ist ja. Scheiße. Kann ich mir direkt dazu schreiben? Tod. Ah, no. Folge 3. Kann man am Ende warum so eine Kompilation. Warum hat die denn eine Kristallentücke? Ja, ich meine, sie ist Champ, aber trotzdem. Ja. Oh, warte. Du kannst sie ja noch gar nicht einsetzen, oder? Da lässt sich doch bestimmt was machen. Überlass das mir. Sie hat gedacht, wir könnten das auch schon. Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du bist. Hier, diese Beleber. Gibt's als kleines. Ja, toll, danke. Fuck you. Kannst froh sein, dass du so hübsch bist, dass will ich dir eine runterhauen für deine Dummheit. Einen fetten Fist. Hinter diesem Tor liegt Mesalona City, wo sich auch unsere Akademie befindet. Ja, Deutsch. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich mach nur eine kurze Pause und komm danach, ja? Ja.
Perfekt. Wir dürfen direkt nochmal zum Pokémon Center. Außer wir werden direkt reingeschmissen. Dürfen Wingull und Felino abgeben. Das ist wirklich schade. Ja, okay, wir werden reingeschmissen. Aber ich glaube, hier drüben muss es ja auch ein Pokémon Center oder sowas geben. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn wir da jetzt nochmal kämpfen müssten, dann wäre das ja saudumm. Ist das eine Dönerbude? Dönerbuden-Ali. Ich wollte es auch gerade sagen. Da hinten ist, glaube ich, ein Pokémon Center. Es gibt viel zu Pokémon entdecken. Stimmt. Auch Die das Stadt hier. ist die größte aus dem Spiel, glaube ich, habe ich gelesen. Die Stadt der Treppen. Ich sehe es. Geschafft. Da wären wir endlich. Das ist Mesalona City, die größte Stadt der Paldea-Region. Sie ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Viele Menschen kommen her, um mehr über die neuesten technologischen, wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Da wäre dann noch ein Laden mit tollen, leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du zuerst ansehen möchtest? Friseursalon oder Häppchenladen? Häppchenladen, meine Frisur werde ich Häppchen. nicht ändern. Bla bla bla, Gourmet, naja, mit knurrendem Ja, Magen komm, kämpft ich sich's gehe aber das. schlecht. Bla bla bla. Oh, wo wir gerade über Kämpfen sprechen. Ich will unbedingt sehen, wie du die Terrakristallisierung einsetzt. Es gibt eigentlich ein gewisse Prozedere, bevor man das darf. Ich mach das schon für dich. Ja, das schuldest du uns auch. Du kannst dich in Ja. der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Hier gibt's auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpeppen möchtest. Ja, Aufpeppen. bitte! Und tolle Restaurants. Ich persönlich würde dir das Geschäft Boto Beutel wärmsten empfehlen. Dort werden praktische Items verkauft, die du deinem Pokémon zum Tragen geben kannst. Ja, da können wir uns diese. Ja, sehen wir ja gleich diese. Für die Starter, wie jetzt zum Beispiel dieses Wasserding, das Wasserattacken verstärkt. Feuer für das Feuerding. Weißt du, was ich meine? Wenn du genug Ja. gesehen hast, treffen wir uns am besten in der Akademie. Aber mach dich auf eine ganz schön lange Treppe gefasst. Also bis dann, du darfst gespannt sein. Und hier oben können wir uns, glaube ich, neue Handyhüllen holen. Boah, erstmal Für. leg, Digga. Bei ihr hier. Ja, weil alles geladen hat. Ne, bei ihr hier können wir uns neue Handyhüllen So. holen. Ach, bei dir. Ja, weil wir schon. Du hast wahrscheinlich die ganzen Spiele außer Schwert und Schild und Legenden. Du hast nur Sinnoh? Du hast nur Sinnoh oder was? Diamant. Strahlende Diamant war das. Ja, du hast nur Sinnoh, meine ich, habe ich dich gefragt. Bei dir zur Ja. Auswahl. Natürlich. Habe ich jetzt ein neues Handy, oder? Ja, kannst du auch über links. Linke Pfeiltaste. Ja, ihr habt's doch schon, hallo. Chill. Deine Verzögerung halt. Ich denke mir, du guckst da so wie so ein Idiot. Achso. Ach so. Oh, die Beam-Pole. Oh, ich liebe diese Dinge. Das sieht Du ja immer liebst noch aus. Wartribi? Schau dir die doch mal an. Dann hoffentlich bekommst du einen Hornweisel. Auf ewig dazu gezwungen, zu dritt aneinander zu leben, das ist doch die beste Qual, die man sich vorstellen Hast du das Wo neue ist Handy die? angestellt? Habe ich gemacht, ja. Oder bleibst du bei deinem alten? Nee, ich nehme Schuss neu. Guck mal, wie Aber wo ist viele der ich Laden? habe. Ich will neue Kleidung. Ja, what the fuck? Was machst du Gentner-Kiosk. denn? Siehst noch ein Essensladen Ist das aus? gespeichert? Ist auch noch ein Essensladen aus? Naja, habe ich natürlich nicht gespeichert, ey. Sieht alles nach Essen aus. Wo ist die Boutique? Kann ich dir gleich zeigen. Ja, speichern. Hilft ja leider nichts, dass es alles hier in. Keine Ahnung, was das ist. Kyrillisch? Nee. Nordisch? Ja, eher. Wie ja alles erstmal lädt hier hinten rechts. Kannst du Socken, da Schrecklich. kannst du Brillen kaufen. Hier. Lol, was ist Zugsäcke, da denn Hose. los, Alter? Hier kannst du Hüte kaufen. Hüte.
Caps. Ich finde ehrlich gesagt, ich brauche einen Hut eigentlich. Brillen, Socken. So, oder was ist das? Nee, Schuhe. Gib mir einen Hut. Weiß nicht, ich finde diese Schuhe passen schon zum Outfit eigentlich, die ich habe. Wo bist du denn gerade? Bist du gerade im Hutladen hier? Mhm. Ich bin mal von den Kappen weg, Digga. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit die Sportkappen durchs... zu Ballonmützen. Oh Gott, nee. Was ist das hier? Das Friseur oder sowas? Würde ich jetzt mal abschätzen. Ja. Rucksäcke. Und... gibt es hier? Sind Tassen? Das ist bestimmt ein Kaffee oder sowas. Was kaufen? Tischtuch. Ach, Lull, für die Picknicks. Gibt es hier Geschenke? Okay, wo bekomme ich noch andere Kleidung? Bis jetzt habe ich aber auch noch nicht so viel gefunden. Hier ist wieder ein Café. Brillen? Nur Socken? What the fuck? Okay. Schuhe. Ja, ich glaube, da könnte ich auch mal neue gebrauchen. Ja, warte. Hier unten ist, glaube ich, der Laden, den ich suchen wollte. Ist das hier? Ich glaube, das hier ist Botobeutel. Ne, das Handyhüllenladen, glaube ich. Ja, doch, Botobeutel. Items für den Kampf. Hier diese Sachen meine ich. Wundersaat, Holzkohle und Zauberwasser. Kauf mir direkt mal Holzkohle für. Ich wollte bloß eine neue Hose, Alter. Jetzt habe ich einen Hut, ich habe Schuhe. Flugattacken. Seidenschall. Seidenschall. Soll ich mir. Ich hol den mal für das Schwein. Flinkklaue, Alter. 8K. Okay. 8K für die scheiß Flinkklaue. Ja, da kann man sich nochmal da könnte man sich Handschuhe, Hüte, der Träger bleibt und nach einem Brillen kaufen. Das hier ist ein gutes Item für Nuzlocke Fokusband. Ein Item zum Tragen, der Träger bleibt nach einem eigentlichen fatalen Angriff eventuell mit 1 KP im Kampf. Oh, das ist. Wo bist du denn in dem? Welcher Laden? Fotobeutel. Das ist. Hier außen. Beim Pokémon Center hier. Du bist gerade in der Mitte. Und ich such dich mal, dann laufen wir zusammen. Ich laufe jetzt einfach mal diese Straße hier runter. Ich glaube, hier bist. Ah, da ist ein Pokémon Center hier sogar. Oder treffen wir uns am Pokémon Center? Ja, hier? Ja, dann halte ich Eco. Ja, warte, ich halte schnell meine Viecher und dann lege ich den anderen mal in die. Ach, Lull, wir müssen ja gar nicht zum Pokémon. Wir müssen ja gar nicht mehr zum Pokémon Center, um das Pokémon abzulegen. Lost? Ja, ungewohnt, ne? Ja, hier, guck mal. Die habe ich noch offline per Wundertausch gekriegt, einfach mal, um zu schauen, was man kriegt man so. Das ist doch die Vorentwicklung von diesen einen. Weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast dazu. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Den kannst du, glaube ich, nur in Karmesin kriegen. So, Wupper, du kommst weg. Und per Geheimgeschenk hast du vorbestellt, dann kannst du dir dieses Pikachu holen. Ich habe vorbestellt, ja. Ja, dann kannst du über Geheimgeschenk, oder wie das heißt, ein Pokémon holen. Das ist ein Pikachu mit Fliegen. Mit Terra-Typ Flug. Bewegen. Ich hab die Box in Friedhof umbenannt. Kann ich das holen? Das ist Geschenk. Wo war denn das nochmal? Ich glaube, ich bin noch am anderen Ebene, was du bist, oder? Das war Poke Portal. Ne, wir sind am gleichen Pokémon Center. Poke Portal ist das und dann auch Geheimgeschenk. Aber das Pikachu nehmen wir natürlich nicht ins Team, aber es ist ein. Spezielles Pikachu. Ja, dann viel später mal. Ja. Weil das kannst du dann irgendwann nicht mehr wieder bekriegen. Was für ein Hut, Alter. Bist du 40? Ich kann das erst machen, wenn wir nicht mehr im Freundeskreis. Okay. Damit du es weißt. Ja. Hier lang. Genau. Für den Laden.
gibt es hier noch andere Items? Die Sanftglocke. Das ist sehr interessant. Ewigstein. Pokebälle. Was gibt es denn für Pokebälle? Pokebälle und Heilbar, ja, perfekt. Und Handyhüllen. Aber Handyhüllen haben wir ja schon. What? Das kostet 10.000? Ja, das ist schon krass. Guck dir mal hier, für Lori Handyhülle. Sollte ich mir Wundersaat für Lori holen? Ja, ich habe mir Wundersaat und den Seideschal geholt. Für was hast du dir denn Wundersaat geholt? Hast du keinen Pflanzen? Ich meine Holzkohle, meine ich, sorry. Achso. Pflanzen-Pokémon habe ich nicht. Ja, dann nehme ich das einmal. Dann ist sowieso mein ganzes Du könntest Game das weg. Zauberwasser dir irgendwann holen für Carpador und Garados. True, wenn sie so lange überleben. Ja, deswegen. So, wie mache ich das jetzt? Ist wahrscheinlich in den Beutel. Ah, hier. Oh, hier. Und diese guten Dinge. Kann ich einsetzen. Okay, erstmal geben. Kurz alles hier. Ich habe einen Sonderbonbon, wo habe ich denn das hier? Und das haben wir mal irgendwo gefunden. Ach, das sind... und die Dinge hier nimmt man also für TMs her. Ja, die TMs, also an der TM-Maschine. Können wir uns hier noch ein bisschen umschauen, aber ich glaube, hier gibt es nicht mehr so krass interessant da viele Sachen. Sondern nur so Essenssachen. Oh, für Lori. Ein Bonbon, das voll Energie steckt. Man verzehrt das Pokémon in sehr geringe Menge an Erfahrungspunkten. Für was braucht man sowas? Das ist halt sowas wie ein Sonderbonbon, bloß dass es dir nicht direkt ein Level gibt, sondern nur EP. Ey, heißt das? War das EP? Ja. Okay. Bisschen hier umschauen. Ja. Aber hier war der richtige der Haupteingang. Wir sind bei 31 Minuten, sehe ich gerade. Ja, ist eine perfekte Folge eigentlich, oder? Ja, können wir jetzt beenden. Ich glaube, hier in der Stadt gibt es auch nicht mehr wirklich viel krass zu sehen. Ich stelle mich bloß auf den Haupthof und gehe in den Selfie-Modus. Ja, warte mal. Ja, Junge. Fucking fett Squirrel. Kennst du den? Squirrel. Kennst du ihn nicht? Nee. Der war auch Schwert und Schild mäßig. Gut, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Schaut bei John vorbei. Ja. Lasst ein Like und ein Abo da und tschüss. Tschüssli, Müsli.